Ja, herzlich willkommen zum Web-Talk Testing and Auditing von KI-basierten Systemen im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Mein Name ist Lina Rusch, ich bin Redakteurin und EU-Korrespondentin beim Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI. Der Tagesspiegel ist auch Medienpartner der Informatik 2020. Wir haben etwa eine Stunde Zeit für diese Session, in der wir uns unterhalten wollen über das Projekt Exam AI, KI-Testing und Auditing, das von der Gesellschaft für Informatik organisiert, von vielen unserer heutigen Gesprächsteilnehmenden durchgeführt wird und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen seines KI-Observatoriums finanziert wird. Wir wollen über die Ziele und erste Erkenntnisse des Projekts sprechen und sie einbetten in die aktuelle Debatte zur KI-Regulierung in Deutschland und Europa. Am Ende wird ein kleiner Block für Ihre Fragen stehen, etwa 15 Minuten. Die können Sie gerne auch schon im Chat stellen. Nikolaus Becker von der GI wird davon dann einige auswählen. Sie können dann gerne dazu schreiben, wer Sie sind und an wen sich Ihre Frage richtet. Das würde uns das Ganze erleichtern. Wenn Sie twittern möchten, nebenbei geht das natürlich auch. Die Hashtags lauten Informatik 2020 bzw. Hashtag Exam AI. Ja, Sie alle hier in dieser Runde sind direkt oder indirekt an diesem Projekt beteiligt. Bevor wir gleich dazu kommen, wie Sie daran beteiligt sind, möchte ich kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Sie haben sich in diesem Projekt vorgenommen, über einen Zeitraum von 2 Jahren KI-Systeme, die besonders im betrieblichen Kontext eingesetzt werden, zu untersuchen, zu schauen, welche Gefahren von ihnen ausgehen. Da geht es zum einen um KI-Systeme, die maßgeblich auch darüber mitentscheiden, ob jemand überhaupt ja, eingestellt wird, nämlich solche, die im Rahmen des Recruitings und des Bewerbungsprozesses eingesetzt werden. Zum anderen geht es um Assistenzsysteme eher im Industriekontext. Sie wollen in dem Projekt einige rechtliche Fragen rund um den Einsatz dieser Testing-Systeme untersuchen, aber auch die konkreten Verfahren entwerfen und testen, damit solche KI-Systeme diskriminierungsfrei und sicher eingesetzt werden können. Das Projekt trifft offenbar auch den Nerv der Zeit. Eine aktuelle Umfrage von Bitkom, die ist gestern herausgekommen, die hat ergeben, dass eine große Mehrheit der Leute, 85%, sich eine sichere KI wünscht. Das heißt, dass KI-Systeme in Deutschland besonders gründlich geprüft werden sollen und erst nach Zulassung auf den Markt kommen sollen. Nur eine kleine Minderheit sagt, 44%, dass sie sich wünschen, dass bestimmte KI-Systeme verboten werden in Deutschland. Und Bitkom-Präsident Achim Berg interpretiert es so: statt Verboten wünschen sich die Leute Sicherheit und Kontrolle. Jetzt möchte ich Sie gerne vorstellen. Wir sind hier virtuell, wie gesagt, zusammengeschaltet. Das war ursprünglich mal anders geplant. Aus Kaiserslautern, Berlin und Saarbrücken zugeschaltet sind Leonie Beining. Sie ist Leiterin des Projekts Algorithmen fürs Allgemeinwohl bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Herzlich willkommen. Björn Böning. Er ist der für Digitalisierung zuständige Beamtete Staatssekretär im BMAS im Bundesarbeitsministerium. Herzlich willkommen, Herr Böning. Hallo. Herr Borges, Georg Borges ist Direktor des Instituts für Rechtsinformatik an der Universität des Saarlandes. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Rasmus Adler ist Program Manager Autonomous Systems am Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering. Fraunhofer ESE kurz. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Herzlich willkommen auch Katharina Zweig. Sie ist Leiterin des Algorithm Accountability Lab der TU Kaiserslautern, Sachverständige in der KI-Enquete des Bundestages und gewissermaßen Erfinderin der Risikomatrix, die eine ganz besondere Rolle bei dem künftigen Regulierungsmodell für KI spielen wird. Ja, einsteigen wollte ich mit Ihnen, Herr Böning. Das Projekt ist ja eins der ersten, die Sie im Rahmen des KI-Observatoriums fördern. Warum war dieses Projekt wichtig, jetzt zu fördern?
Na, wir haben das KI-Observatorium auf den Weg gebracht, weil wir glauben, dass aus der Perspektive der Arbeitswelt und auch der Sozialpolitik wir uns nicht nur mit den klassischen Systemen beschäftigen müssen, zahlstaatlichen Fragen, Absicherungsfragen, rechtlicher Sicherheit, sondern eben auch den neuen Technologien. Und die neuen Technologien haben einen direkten Impact auf die Arbeitswelt und werden Arbeitsorganisationen, werden auch Arbeitskulturen fundamental verändern. Und insofern war das KI-Observatorium der Versuch, diese Veränderungen nachzuvollziehen und gleichzeitig auch die politischen Regulierungsnotwendigkeiten, dazu gehört auch die Notwendigkeit, wo nicht reguliert werden muss, zu identifizieren, zu erfassen und zu kategorisieren. Und das war so ein bisschen ein Gründungsmythos des KI-Observatoriums. Und mit dem ganz konkreten Projekt XAM AI wollen wir das eben erfüllen. Es ist schon länger vorbereitet worden. Wir schaffen jetzt im Prinzip die Möglichkeit, den Umgang mit KI in der Arbeitswelt und im Arbeitsalltag zu adressieren. Und wir schaffen die Möglichkeit, die Fragen, die uns schon seit immer beschäftigen als Ministerium, nämlich die Arbeitnehmerrechte, zu schützen und gleichzeitig auch die Themen, für die wir auch zuständig sind, nämlich den Arbeitsschutz und die Produktsicherheit nachzuvollziehen, weil gerade auch das Thema Produktsicherheit ja immer direkt auch auf den Arbeitsalltag und die Arbeitsorganisation wirkt. Insofern haben wir uns zwei Themen vorgenommen. Erstens den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Personalauswahl zu untersuchen. Das ist ein Thema, was schon uns seit längerer Zeit beschäftigt. Nicht nur im Bewerbungsprozess, sondern durchaus auch innerhalb der Unternehmen, ich nenne das immer die 360-Grad-Vermessung des Arbeitnehmers zu unternehmen, um Arbeitsprozesse zu organisieren, Teams zusammenzustellen, Diversity zu beachten, aber natürlich auch Produktivität zu erhöhen. Und da stellen sich natürlich sofort Fragen von Sicherheit, von Datenschutz und anderen Dingen, die wir untersuchen wollen. Und das Zweite ist, wir wollen auch den Einsatz von KI in der Produktion untersuchen. Auf der einen Seite auch mal genau schauen, was wird eigentlich wirklich eingesetzt und was wird nur in den Feuilletons der Gazetten beschrieben. Und auf der anderen Seite zu schauen, wofür wird es eingesetzt und wofür kann es gebraucht werden und wo gibt es positive wie negative Auswirkungen. Insofern wollen wir damit drei Dinge erreichen. Erstens, wir wollen den Stand der Forschung und der Technik für eine sichere und vertrauenswürdige KI erforschen und abbilden. Zweitens, wir wollen eben auch Lösungen entwickeln lassen, die einen sicheren und vertrauenswürdigen Umgang mit KI ermöglichen und sicherstellen. Wir glauben auch, dass das nicht nur eine Frage von gesellschaftspolitischer Wünschtheit ist, sondern auch eine Frage der wirtschaftspolitischen Herausforderung, gerade für die Europäische Union. Und drittens, wir wollen wissen, was noch auf uns zukommen kann. Also wo die Politik auch in der Zukunft handeln soll. Insofern geht es uns auch ein Stück weit um Szenarien der Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag, das abzubilden, um damit dann frühzeitig auch Handlungsvorschläge für die Bundesregierung erarbeiten zu können. Ja, danke für diesen Überblick über die Ziele, die Sie damit verfolgen. Frau Zweig, Herr Böning hat den Bereich, der Ihnen ganz wichtig ist, nämlich die Personalauswahl angesprochen und Sie sind in dem Projekt gewissermaßen für diesen Teil zuständig. Was sind das für Systeme, über die wir da gerade sprechen und wie verbreitet sind die schon? Ja, Herr Böning hat es schon gesagt, manche Systeme, da hört man viel in der Presse, spricht man viel drüber und die werden glücklicherweise noch gar nicht so viel eingesetzt. Auf jeden Fall konnten wir in Deutschland dafür nicht so viele Beispiele finden. Aber die Idee dahinter ist, dass man zum Beispiel in eine Kamera spricht, so wie ich jetzt, für ein Bewerbungsgespräch und dass die KI dann entscheiden kann, ob man für einen Job geeignet ist. Tatsächlich gibt es auch intern so Jobprofil-Matchings-Versuche. Es gibt Versuche herauszubekommen, ob jemand vielleicht kündigen will. Das sind internationale Beispiele, die wir sehen, wo wir aber glücklicherweise jetzt wenig Firmen finden konnten, die es tatsächlich machen. Und die Frage ist aber trotzdem, wie könnte man denn herausbekommen, ob so ein KI-System tatsächlich einen Mehrwert hat? Und da stehen wir eben ein für einen naturwissenschaftlich evaluierenden Prozess. Dazu müsste man also zuallererst einmal wissen, wie gut oder wie schlecht treffen denn Menschen
diese Entscheidung. Wir brauchen ja eine Baseline, gegen die wir die dann vergleichen können. Und dann würde man das KI-System einsetzen und oder erstmal trainieren lassen. Trainieren bedeutet, dass wir sehr viele Datensätze brauchen, die ähnliche Situationen beschreiben und wo man dann ein Ergebnis hat, wo man also weiß, diese Person hat sich gut geeignet, diese Person hat sich nicht so gut geeignet. Da würde ich schon sagen, ist in den meisten KMUs, sind diese Daten einfach nicht vorhanden. Also wir müssten uns fragen, wie groß muss eine Firma eigentlich sein, dass genügend solcher trainierenden Datensätze überhaupt vorhanden sind. Und dann könnte man, wenn das System eingesetzt wird, mit Hilfe von Auditing-Verfahren eben herausbekommen, ob sie gut genug sind und ob sie die Ziele, auf die man sich geeinigt hat, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern im besten Falle natürlich, ob die auch erreicht werden. Ja, und diesen Gesamtprozess, da versuchen wir jetzt herauszubekommen, wie das alles rechtlich zu bewerten ist. Deswegen bin ich auch besonders dankbar über die rechtswissenschaftliche Komponente des Projektes, aber auch, wie wir das als Informatikerinnen und Informatiker dann ganz praktisch umsetzen und wer vielleicht noch in diesen Prozess hineingezogen werden muss. Sie haben gesagt, ob die Systeme gut sind oder nicht gut sind. Vielleicht können Sie das noch mal kurz konkretisieren, was Sie damit meinen. Genau, also dazu haben wir verschiedene Projekte laufen, nicht nur das XM-AI. Und das ist tatsächlich in den unterschiedlichen Disziplinen sehr unterschiedlich. Als Informatiker und Informatikerin haben wir eine sehr statistische Sichtweise auf die Qualität eines Algorithmus. Wir gucken uns also an, wie oft haben die korrekt entschieden, wie oft haben sie falsch entschieden und bauen daraus eine Zahl. Für einen Arbeitnehmer, vertreten durch den Betriebsrat, kann das natürlich ganz anders aussehen. Da könnten ganz andere Faktoren eine Rolle spielen, nämlich nicht nur, ob die Entscheidung nachher gut war im Sinne von, da wurde jemand eingestellt, der jetzt für 2 Jahre lang den Job kompetent gemacht hat, sondern auch Fragen nach Diversität oder anderen Qualitätsfragen. Also das heißt, was gut ist, sollte sicherlich in einem harmonischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis auch gemeinsam bestimmt werden. Dann ist aber wiederum die Frage, ob wir das als Informatikerinnen und Informatiker gut umsetzen können in Testing- und Auditing-Verfahren oder wie man das dann misst. Okay, danke schön. Herr Adler, Sie haben sich sozusagen die andere Seite in dem Projekt angeschaut, und zwar nicht die Systeme, die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens eingesetzt werden, sondern in der Produktionspraxis, also eher im Industriekontext. Vielleicht können Sie uns zu den Anwendungsfällen eine Einführung geben. Wovon reden wir da? Ja, sehr gerne. Ja, also die Anwendungsfälle kann man auch auf unterschiedlicher Abstraktionsebene beschreiben. Also es gibt auch derzeit einige Normen, Normungsgremien, die diese Anwendungsfälle zusammensuchen. Und damit haben wir uns beschäftigt. Ich sitze auch in diesen Normungsgremien und teilweise sind die auf einer Ebene, wo man gar nicht weiß, ob da tatsächlich KI oder wie viel KI da drin steckt überhaupt. Und das hat auch was mit der Definition zu tun, wo man auch gerade am Kämpfen ist, schon seit langer Zeit, dass man diesen Begriff gar nicht so gut fassen kann, im Gegensatz zu konkreten Methoden wie neuronale Netze und andere Dinge. Und was wir gemacht haben, ist dann diese ganzen Fälle versucht zu sortieren im Hinblick auf im Hinblick auf die Projektziele, dass man potenziell vielleicht auch andere Regelungen für Testing und Auditing haben will und daraus abgeleitet, was besonders relevant ist. Auch im Hinterkopf das wirtschaftliche Potenzial, das da steckt. Und auch das Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Ja. Und im Hinblick auf diese Kriterien haben wir gesagt, einerseits Cobots, die sind sehr im Kommen, also da steckt viel Potenzial drin. Was sind das? Das wollen wir, kollaborative Roboter, also die haben Greifer und sind entsprechend vielseitig einsetzbar und auch für Arbeiten, wo normalerweise auch ein Mensch einsetzbar ist und gerade sehr flexibel. Also die können auch trainiert werden. Das nennt man Teaching, ja, dass man während dem Betrieb diesem Cobot beibringt, wie er sich zu verhalten hat. Ja. Und das sind Sachen, die gibt es alle schon. Und jetzt ist zum Beispiel dort dann ganz konkret die Frage, wo kommt denn da jetzt tatsächlich diese neuen Methoden rein, also diese neuronalen Netze? Und die kommen
eigentlich übergreifend zum Beispiel stark in der Mensch-Maschine-Interaktion mit rein, wenn es um Spracherkennung geht, ja, oder auch um Bilderkennung oder Gestenerkennung. Und es wäre natürlich schön, wenn man einem Cobot das erklären könnte, wie einem Menschen sozusagen, was er jetzt zu tun hat. Ja, das wäre dann zum Beispiel ein konkretes Anwendungsszenario, das man dann da sich anschauen könnte. Was wir uns weiter angeguckt haben, sind fahrerlose Transportsysteme. Die gibt es jetzt schon. Und der Unterschied ist da, dass diese starr fest einprogrammierte Wege haben. Ja, und mit künstlicher Intelligenz und Bilderkennung könnten die, wie man das vom automatisierten Fahren kennt, also im Privatbereich, wo viel dran geforscht wird, auch dort umsetzen und ist entsprechend flexibler und kann mit der ähnliche Flexibilität erreichen wie Gabelstaplerfahrer. Und diese Flexibilität ist für die Vision wandelbarer Fabrik enorm wichtig. Ja. Und wir haben uns das auch angeguckt, weil gerade die Kombination von beidem auch interessant ist. Also, dass die Cobots dann mobil werden und dann flexibel von einer Station zur nächsten fahren können. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, im Hinblick auf Normung, es ist so, dass es da verschiedene Normungsebenen gibt. Es gibt sehr, sehr allgemeine Normen, ja, und bis hinter zu ganz konkreteren Normen. Und die ganz konkreten beziehen sich dann tatsächlich auf bestimmte Produkte, wie eben Cobots oder fahrerlose Transportsysteme. Und da ist es natürlich wünschenswert, dass wenn man jetzt mit Regeln für Testing und Auditing kommt und die in der normativen Welt verankert, dass man die möglichst allgemein klärt erstmal und dann für die Spezialfälle Abweichungen beschreibt. Und deshalb haben wir auch gesagt, okay, das wollen wir uns die Unterschiede da genauer angucken. Dankeschön. Herr Borges, das Projekt geht auch so ein bisschen auf Ihre Arbeit zurück. Sie haben schon mal eine Studie verfasst, das war im Jahr 2018 für den Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und haben sich da schon sehr intensiv mit diesen Testverfahren und den rechtlichen Fragen, die damit einhergehen, auseinandergesetzt. Wie baut denn dieses Projekt jetzt auf Ihrer vorherigen Arbeit auf und um was für Rechtsfragen geht es da eigentlich? Vielen Dank für die Frage. Ja, das Projekt ist im Grunde die konsequente Weiterführung unserer damaligen Studie, die ja interdisziplinär und international aufgebaut war und in der wir schon empfohlen hatten, bestimmte Technologien der künstlichen Intelligenz einer Regulierung, insbesondere auch im Hinblick auf Testing, zu unterwerfen. Und jetzt, da steckt der Teufel im Detail und wir sehen bei unserer jetzigen Arbeit in Kooperation mit den technischen Partnern, wie viele Rechtsfragen doch auch grundlegender Art sich da ergeben. Ein simples Beispiel, wir sprachen über Personalauswahl. Hier sind Persönlichkeitsrechte natürlich in intensiver Art und Weise betroffen. Aber der rechtliche Rahmen der Personalauswahl, der ist noch relativ vage. Wir dürfen nicht diskriminieren. Aber was Diskriminierung ist, ist ein Begriff, der zwischen Technikern und Juristen sehr unterschiedlich besetzt ist und auch innerhalb der jeweiligen Disziplinen noch nicht wirklich verstanden wird. Da müssen wir weiter arbeiten. Und dann ist die Frage, inwieweit der Arbeitgeber seinen Vorlieben Nachdruck geben darf. Unter Umständen darf ich eine Frau einstellen, wenn ich bisher mehr Männer eingestellt habe, obwohl das streng genommen eine Diskriminierung wäre. Vielleicht darf ich ja Leute mit einem bestimmten Hintergrund einstellen, wenn ich meine, dass die in mein Team besser passen. Muss das alles rechtlich reguliert werden? Und jetzt kommen wir auf die KI. Das KI-System wird nicht vom Arbeitgeber trainiert hergestellt. Der versteht es gar nicht. Der ist nur ein Nutzer. Das wird von jemand anders gemacht, der irgendwelche Eigenschaften verspricht, die man eigentlich nur bisher nur glauben kann. Und das ist im Grunde zu wenig. Wir hatten einen Anbieter gefunden, der für Unis einen Score ausgibt und dann sagt, mit meinem Score seid ihr zufriedener, ich habe das bewiesen, ich habe Kundenzufriedenheit. Da fragt man sich natürlich, darf man so ein System an den Markt lassen, der aus statistischer Grundlage Kundenzufriedenheit verspricht? In der freien Wirtschaft eigentlich schon. Es sei denn, man schadet jemanden. Schadet man jetzt jemanden, wenn man eine Uni mit einem Malus oder Bonus belegt, jedenfalls die Unis, die einen Malus bekommen, werden der Meinung sein, dass das vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Das lässt sich das aber, Herr Böning, im Arbeitsrecht niederlegen? Ganz bestimmt nicht.
im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, was haben die beiden mit dem Uniscoring zu tun? Wer kann sich also gegen so ein Uniscoring, so einen Univalus melden? Das geltende Recht gibt das einfach nicht her. Und da ist natürlich so ein KI-Observatorium gut, was diese Lücke vielleicht erfüllen kann. In welcher Weise das geht, das müssen wir noch herausfinden. Denn wie gesagt, das Arbeitsrecht mit seiner bidirektionalen Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, solche von außen kommenden Informationen einzufangen in diesem Verhältnis. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Auflage. Und dann sind wir jetzt schon bei gravierenden Dingen. Herr Adler hat es eben schon erwähnt, Normungen sind erforderlich. Wir brauchen eine Testinfrastruktur. Wir haben in der Studie vor 2 Jahren für bestimmte Fälle Testpflichten vorgeschlagen. Aber als Markteintrittsbarriere ist das auch wieder ein erheblicher Eingriff. Dann ist die Frage, wer hat den Zugang zu Testergebnissen? Das sind auch Geschäftsgeheimnisse. Also ich habe jetzt mal wie ein Wasserfall ein paar schwierige rechtliche Herausforderungen genannt, die wir allesamt in diesem Projekt einordnen müssen. Wir haben in meinem Institut, speziell in meinem Lehrstuhl in der Vergangenheit, ähnliche Fragen schon in verschiedensten Projekten und Aspekten bearbeitet und hoffen, da ein bisschen was einbringen zu können. Und zusammen mit den technischen Partnern hier ein paar Ankerpunkte zu benennen, die der Gesetzgeber aufgreifen kann, um diese Aufgabe dann Schritt für Schritt anzugehen. Das ist sozusagen das große Ziel, was wir haben. Und Sie merken an so einem harmlosen Beispiel, Uniscore für Universitätsabschlüsse oder auch automatisierte Personenbewertung, da ranken sich doch eine ganze Menge sehr heikler Dinge. Danke, Herr Borges. Und damit kommen wir zu Leonie Beining, die die, ich weiß nicht, ob dankbar oder undankbare Aufgabe hat in diesem Projekt, nämlich all diese Fragen sozusagen in Handlungsempfehlungen zu gießen. Vielleicht könnten Sie nochmal sagen, wo da genau die Herausforderung liegt und was Sie da jetzt vorhaben. Genau, vielen Dank. Genau, wir von der SNV haben, finde ich, die dankenswerte Aufgabe, weil es einfach so ein spannendes Thema ist, die Ergebnisse der anderen Projektbereiche zusammenzubinden und daraus die politischen Handlungsempfehlungen zu formulieren. Das heißt, wir arbeiten eng mit den anderen Partnern zusammen, gucken aber dann auch, was auf politischer Seite dafür getan werden muss, damit Testing und Auditing in die Praxis kommen. Also welche Rahmenbedingungen brauchen wir eigentlich dafür, dass die Verfahren dann am Ende auch implementiert werden und praktisch wirksam werden können, um ja am Ende KI-Systeme angemessen kontrollieren zu können. Und genau, da arbeiten wir mit den anderen Bereichen zusammen und werden dann im Laufe des Jahres, wir haben gerade erst angefangen mit unserem, also mit dem Bereich, mit unserem Arbeitspaket, der die, das die Handlungsempfehlung entwickeln soll, haben wir gerade erst angefangen. Wir werden dann aber im nächsten Jahr dazu auch Stakeholder-Workshops durchführen, um die Projektergebnisse vor dem Hintergrund dieser Fragen, wie wir das in die Praxis bekommen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür, weiter zu diskutieren und zu schärfen. Und genau, das ist eine spannende Aufgabe. Herausfordernd wird wahrscheinlich sein, diese Interdisziplinarität dann am Ende auch abzubilden, erstmal zusammen zu einer gemeinsamen Sprache zu kommen. Und was natürlich auch eine Herausforderung ist, das ist ein Bereich, in dem gerade unglaublich viel passiert. Es wird politisch viel diskutiert, es gibt viele Forschungsprojekte in dem Bereich. Natürlich muss man da auch gucken, dass man da anschlussfähig bleibt und dass man dann auch, ja, dass man schaut, was sonst so passiert, um da dann nicht ein Stück weit vielleicht dann noch zeitlich hinterherzuhinken mit den Empfehlungen, die man dann am Ende entwickelt. Also ich glaube, da müssen wir flexibel bleiben im Laufe der nächsten 12 Monate. Und da bin ich aber sicher, dass wir das hinkriegen mit den, mit den Methoden der Zusammenarbeit, die wir haben. Da würde ich gleich gerne Herrn Böning fragen, ob er diesen zeitlichen Druck auch spürt. Den verspüren wir ja, ganz unbedingt, weil die Fragen, die wir jetzt hier schon adressiert haben, die auch Professor Borges angesprochen hat, die stellen sich ja schon ganz konkret auf der betrieblichen Ebene. Und zwar jeden Tag neu. Und sie werden dort verhandelt, im besten Falle jedenfalls werden sie dort verhandelt. Oftmals werden sie nicht verhandelt, sondern werden einfach eingeführt oder wird irgendwie umgegangen. Und es ist oftmals sehr schwer, auch in konkreten und sehr differenzierten Verhandlungssituationen dann ja die Auswirkungen überschauen zu können
und mit den Fragen entsprechend umzugehen, weshalb es ja auch Debatten um betriebliche Experten geht, die dann eine Rolle spielen oder spielen sollen. Also ja, wir verspüren den Druck. Und wir sind ja auch in der Situation, dass wir eine ganze Menge an Gesetzgebungen trotz der auslaufenden Legislaturperiode in einem Jahr noch haben. Also beispielsweise haben wir uns in der KI-Strategie ja vorgenommen, dass wir die Rechte des Betriebsrats bei KI-Einführung stärken, dass wir genau diese Aushandlungsprozesse auch befruchten. Aber da muss man natürlich ein Stück weit mal wissen, womit. Und das Zweite ist, Deutschland als Ratspräsidentschaft der Europäischen Union kriegt ganz konkret diese Fragen jeden Tag gestellt. Wie geht ihr damit um? Was meint ihr mit dem Ökosystem für Vertrauen und Sicherheit, das ihr im Rahmen eurer Stellungnahmen eingebracht habt? Was kann das konkret bedeuten? Auch auf der Ebene von Testung beispielsweise. Also wir sind gefragte Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, und es reicht jetzt auch nicht mehr nur, so auf so einer gewissen Flughöhe zu arbeiten, auf der wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, so Erklärbarkeit und Transparenz, hört sich immer gut an, kann jeder von uns unterschreiben. Aber was heißt das jetzt konkret? Und da verspreche ich mir einfach viel aus diesem Projekt. Okay, danke schön. Ich würde, jetzt sind wir gleich auf dieser politischen Ebene und Regulierungsebene, da würde ich gleich gerne nochmal einen Schritt zurück machen, aber Frau Zweig wollte noch was einwerfen an dieser Stelle. Ja, ich wollte nochmal sagen, wie wichtig an dieser Stelle auch die Interdisziplinarität ist. Sie hatten am Anfang erwähnt, dass wir eine Risikomatrix vorgeschlagen haben. Die war sehr aus der Sicht der Informatiker. Wir haben uns mal angeguckt, was gibt es denn überhaupt für Dinge, die ich wissen muss über ein KI-System, um herauszubekommen, ob da ein Schaden entstehen kann oder nicht. Und aus der informatischen Sicht klang das irgendwie sinnvoll, das nach Risiken und Schadenspotenzialen zu orten. Und relativ schnell kommt dann natürlich Kollege Borges und sagt, ja, aber das ist orthogonal zu dem, wie wir im Recht das sehen würden. Da würden wir nicht nach dem Risiko gehen, sondern da muss man gucken, wie weit man Eingriffe miteinander abwägt, um dann Schaden zu erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier gemeinsam sitzen, um solche Kommunikationsprobleme oder sehr perspektivgeladenen Ideen dann möglichst schnell wieder richtig zu stellen. Und deswegen, ja, wir spüren den Druck. Europäische Gesetzgebung steht auch vor der Tür. Mit dem Weißbuch ist da schon vieles angedacht worden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht in unseren eigenen Silos weiterdenken, sondern eben auch diese Kommunikation haben zwischen den verschiedenen Sparten. Herr Borges wollte etwas dazu sagen. Ja, ich wollte noch den Ball aufgreifen, den Frau Kollegin Zweig da gerade in die Luft geworfen hat, die Herausforderung und Segen der interdisziplinären wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Ich hatte ja einmal schon die Anekdote, wie man sich beim Begriff Diskriminierung unterschiedlich befassen kann. Und in der Tat, Risk Management oder risikobasierter Ansatz. Da will ich nur fürs Publikum sagen, bevor wütender Aufschrei von den Juristen kommt, natürlich verfahren wir auch im Recht mit einem risikobasierten Ansatz. Eingriffe und Schutzmaßnahmen sind natürlich umso strenger, je größer das Risiko ist. Da sind wir vom Grundsatzdenken ganz beieinander. Aber, und das hatte Frau Kollegin Zweig, glaube ich, gemeint, im Detail strukturieren wir die und ordnen sie anders. Und da muss man dann miteinander reden, auf so eine Art Metaebene gehen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist etwas, wo wir, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, auch etwas, wo sich die Konsortialpartner dann auch ein bisschen einzahlen müssen und ein paar Wochen miteinander diskutieren müssen, bevor man diese Metagesprächsebene hat, in der man miteinander arbeiten kann. Inzwischen, meine ich, haben wir das ganz gut im Griff und können die Probleme auf der Ebene angehen, dass man sie noch in der vernünftigen Weise beschreibt, dass jede Disziplin damit umgehen kann. Und das tatsächlich jetzt, wo wir hoffen, dass man nach einer schweißtreibenden Einarbeitungsphase jetzt auch mit Thesen und Ergebnissen vorkommen können, die dann von Frau Beini nochmal im Mix zusammengewürfelt und dann von uns allen diskutiert werden. Dankeschön. Jetzt würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, wirklich den Schritt zurück zu machen und nochmal zu den Tests und Audits selbst zu kommen. Ich denke, es ist auch für das Publikum nochmal interessant,
nochmal darüber zu sprechen, was meinen wir eigentlich mit Tests und Audits? Und ist das das Gleiche oder sind das zwei unterschiedliche Sachen? Herr Adler, könnten Sie uns da kurz einen Einblick reingeben? Ja, also ich kann jetzt meine Sichtweise auf die Dinge. Wir haben leider Herrn Borges verloren, glaube ich. Okay. Aber weitermachen. Ja. Ja, ich kann jetzt gerne auf jeden Fall meine Sichtweise auf die Dinge geben. Der Hintergrund ist Safety auf jeden Fall sehr viel und das Testing hat was damit was Ausführbarem zu tun. Und Auditing wird in dem Zusammenhang oft mit dem gebracht, dass auch Arbeitsdokumente gereviewt werden, aber grundsätzlich gibt es halt auch im Bereich Safety Sicherheitsanalysen. Also es gibt Fehlerbaumanalysen zum Beispiel und man versucht viel auch das System zu verstehen, weil die Fälle, die sind so selten, dass man durch reines Testen, also die kritischen Fälle, durch reines Testen nicht immer unbedingt draufkommt. Ja. Und da birgt sich halt gerade bei KI eine riesen Herausforderung, weil man halt eben diese Blackbox hat. Und das ist jetzt die Frage, wie ersetzt man sozusagen diese Komponente mit diesen Analysen? Jetzt im Bereich KI, also es gibt da ja den Forschungsgebiet Explainable AI, wo man bestimmt profitieren kann, was aber natürlich dann auch wieder schwierig ist, weil nicht jeder Hersteller sozusagen seine Lösung preisgeben möchte. Ja, also in diesem Spannungsfeld bewegt man sich und insgesamt sehe ich schon, dass das Testen oder dieses Ausführen einen höheren Stellenwert hat bei künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen. Ja, das ist so eine Blickrichtung auf den Unterschied. Ja. Frau Zweig, glauben Sie denn, man kann diese Verfahren so gestalten, dass dieses Argument mit den Geschäftsgeheimnissen und dass man die nicht preisgeben kann, dass man das umgeht? Also ich halte das ganz insgesamt für ein vorgeschobenes Argument. Denn gerade bei KI geht es ja um verschiedene Dinge. Also wir haben Daten aus der Vergangenheit meistens, die mithilfe eines mathematischen Verfahrens auf Strukturen, auf Muster untersucht werden. Und dabei kommt dann etwas heraus, zum Beispiel ein neuronales Netz oder ein Entscheidungsbaum oder ähnliches. Diese Daten, das ist eigentlich die große Geschäftsgrundlage. Die möchte man nicht freigeben. Oftmals ist das auch aus datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht möglich. Der Code, der nachher herausgekommen ist, der ist es meistens nicht. Und selbst wenn das jetzt das große Geheimnis wäre, dann haben wir natürlich auch in anderen Bereichen die Problematik, wenn man zum Beispiel in die Finanzen eines Unternehmens hineinschauen möchte. Das ist natürlich auch sehr sensibel. Und dann hat sich eben eine Berufsgruppe gebildet, die mit einer entsprechenden Berufsethos und Versicherung und einer Etikette nichts ausplaudert. Also ich finde, das ist für mich wirklich kein Argument. Natürlich könnten wir Auditeure ausbilden, einen neuen Berufsstand schaffen, der das so absichert, dass Geschäftsgeheimnisse wirklich nicht nach außen getragen werden. Oftmals ist es auch so, dass wir als Gesellschaft gar nicht wollen, dass der Code jetzt wirklich offengelegt wird. Also wenn man sich überlegt, dass der Code einer Suchmaschine jetzt wirklich öffentlich gemacht würde, dann würde das vor allen Dingen denen nutzen, die das bösartig manipulieren wollen. Das kann auch unser gesellschaftlicher Wille nicht sein. Also es gibt guten Grund, Code, Daten und Ähnliches begrenzt zu halten. Aber dass jetzt das Firmengeheimnis so wichtig ist, das sicherlich nicht. Aber natürlich sind das hier immer Abwägungsprozesse. Ich wollte nur sagen, es gibt einfach Prozesse, mit denen man umgehen kann, um Geheimnisse zu wahren. Herr Böning wollte was dazu sagen? Ja, ich wollte dem eigentlich beipflichten, weil wir es auf zwei Ebenen heute schon haben. Insofern treten wir auch da nicht immer ganz neues Land. Wir beschäftigen uns ganz aktuell mit Lieferketten. Beispielsweise mit nachhaltigen Lieferketten und der Verhinderung schlimmster menschenrechtlicher Verletzungen weltweit in Lieferketten. Und schon da arbeiten Auditierungsverfahren mit sehr sensiblen unternehmerischen Daten, um zu schauen, ob die Lieferketten nachvollziehbar sind oder nicht. Und wenn ja, wer sozusagen jeweils Glied in der Lieferkette ist und welchen Beitrag dazu geleistet hat. Und eine zweite Ebene ist, wir haben diesen Bereich im Bereich der Energie- und Telekommunikationsregulierung schon seit 60, 70 Jahren in Deutschland. Da haben wir dann entschieden, irgendwann vor meiner Zeit, dass das eine Behörde, also eine öffentliche Entität machen soll, mit entsprechenden Informationsrechten, durchaus auch mit Eingriffsrechten, die natürlich auch in Datenräumen und so weiter mit höchst sensiblen Daten umgehen, die auch besser
kann es in Katharinas Sinne besser nicht in die Öffentlichkeit kommen. Insofern finde ich, wir sollten uns dann schon auch aus der alten Welt vermeintlich das ein oder andere Beispiel nehmen, um auch für diese Fragen Antworten zu finden. Danke. Herr Borges? Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass Frau Zweig und Herr Böning gerade ein paar große Worte gelassen ausgesprochen haben, die rund um das Testen, Auditieren von Unternehmen, Stich Wirtschaftsprüfung, Abschlussprüfung, rankt eine jahrhundertealte Erfahrung und einen Riesenaufwand. Unternehmen geben jedes Jahr Millionen für ihre Jahresabschlussprüfung aus. Wirecard hat gezeigt, dass die Qualität ständig gearbeitet werden muss. Und das zeigt die Dimension eigentlich der Aufgabenstellung dieses Projekts. Ich selber habe einmal vor einigen Jahren Grundlagen einer Datenschutzzertifizierung ausgearbeitet, die im Rahmen der DSGVO zur Anwendung kommen kann. Und ich habe schon damals gestaunt, wie teuer das Ganze wird. Also die Frage, muss sich jetzt jeder für jede Anwendung jeden Tag neu zertifizieren lassen? Die Modelle ändern sich jeden Tag. Das heißt, wir werden in unseren Empfehlungen aufbauend auf dem, was wir in der Vergangenheit schon erforscht haben, auch ein paar Sachen sagen zu können, wie man ein solches Test- und Zertifizierungssystem effizient aufbauen kann. Am Ende des Tages geht es darum, das Beispiel Lieferkettengesetz ist ein anderes. Wie schafft man es mit vertretbarem Aufwand, hier einen Schutz für die Allgemeinheit herzustellen? Da haben rechtliche Rahmenbedingungen eine ganze Menge Bedeutung, die ja eben aus diesem Ansatz, wie wir ihn von der Wirtschaftsprüfung her kennen und aus anderen Beispielen entwickelt worden sind. Stiftung Warentest, ein ganz anderes Beispiel von Testing und Zertifizierung, by the way. Da ist das Spektrum auch sehr groß und das gilt es zu betrachten. Also auch das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, in diesem Projekt ein paar dicke Bretter zu bohren haben. Und das dann wirklich umzusetzen, das wird eine hochkomplexe Aufgabe der nächsten Jahre. Das wird diese Legislatur alleine sicher nicht hinbekommen. Danke. Entschuldigung. Da haben Sie gerade auch gleich noch ein paar andere Stichworte reingebracht, Herr Borges, nämlich Zertifizierung. Frau Beining, helfen Sie mir doch mal, diese Verfahren, die Sie jetzt in dem Projekt untersuchen für Tests und Audits, sind die auch relevant, wenn man dann größer denkt und auch so eine Art Zertifizierungsschema für KI anvisiert, zumindest in bestimmten Bereichen? Also sind das dieselben Verfahren, die wir dafür brauchen? Na, ich würde sagen, es ist ein ganz zentraler Baustein. Also das gilt jetzt nicht nur für Zertifizierung, sondern für alle möglichen anderen Regulierungsvorschläge, die kursieren, also Gütesiegel, Zertifizierung, Mindestanforderungen. Das geht ja eigentlich alles nicht, ohne dass wir Verfahren haben, mit denen wir KI-Systeme auch auf ihre Qualität testen und prüfen können. Und deswegen glaube ich, ist das ja die Grundlage, die wir legen können für regulatorische Antworten, die dann entwickelt werden. Allerdings, und das würde ich gerne auch nochmal in die Diskussion mit einbringen, ist es für mich zwar ein wichtiger Baustein, aber es ist auch nur ein Baustein. Und ich glaube, wir müssen neben Testing und Auditing auch nochmal schauen, was für andere Strukturen wir drumherum eigentlich brauchen, um für mehr, ja, sozusagen, oder wie es immer heißt, Accountability zu sorgen. Also das fängt beim Entwicklungsprozess an, aber dann eben auch die Rechte, die sich dann anschließend für Betroffene daran anschließen. Also ich glaube, nur der Blick auf die Technologie reicht sowieso nicht, aber auch nur Testen und Auditieren reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen dann einen größeren Kontext von mehreren Maßnahmen. Das hat jetzt, also um dann nochmal auf ein Beispiel zu kommen, vor ein paar Wochen gab es die große Diskussion in Großbritannien, wo die Abschlussnoten von Schülern vorhergesagt wurden durch ein algorithmisches System, weil eben durch Covid-19 die Prüfungen nicht durchgeführt werden konnten. Und das hat sich zu einem Riesenskandal entwickelt. Und was ist rausgekommen? Natürlich wurde dieses System getestet und es hat auch gut funktioniert. Angesichts oder mit Blick auf das Ziel, was das algorithmische System verfolgen sollte. Aber trotzdem
kam es zu Ungerechtigkeiten und Schülerinnen haben ihre reservierten Studienplätze verloren. Das Ergebnis war, dass gerade auch Schüler von Privatschulen benachteiligt wurden. Und das zeigt ja, dass es eben nicht nur auf den Test ankommt, sondern es muss dann auch klar sein, was passiert mit dem Test, was für Konsequenzen ziehen wir daraus und was sind eigentlich die eigentlichen Ziele, die wir mit dem algorithmischen System verfolgen. Das muss öffentlich oder zumindest in bestimmten Kreisen dann auch gut diskutiert werden. Und die Betroffenen, in dem Fall die Schülerinnen und Schüler, brauchen Möglichkeiten, um solche Entscheidungen dann auch am Ende anfechten und wieder rückgängig zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es reicht nicht nur zu testen, sondern es braucht eben auch noch andere Maßnahmen drumherum. Und auch dafür den Blick offen zu halten in diesem Projekt, das ist mir auch besonders wichtig. Frau Zweig. Ja, also gerade zum Thema Zertifizierung und KI und Staat haben wir auch im Projektgruppenbericht KI und Staat der Enquete-Kommission schon einiges geschrieben. Und genauso wie Frau Beining das sagt, wir gehen davon aus, dass wenn der Staat KI einsetzt, tatsächlich auch die Ziele, die Qualitätsmaße, nach denen entwickelt wurde, offengelegt werden sollten. Das ist ganz wichtig. Die zweite Frage ist nicht nur, nach welchen Werten zertifiziere ich, sondern auch auf welcher Ebene. Gucke ich mir nur das System an und das ist so die Welt, wo Rasmus Adler mit Sicherheitssystemen herkommt, was besonders spannend ist, weil man da wirklich feststellen muss, handelt das System in allen Situationen, die wir uns vorstellen können, korrekt. Bei der Frage nach KI-Systemen im HR-Bereich geht es ganz oft auch darum, wie genau wird es jetzt im sozialen Prozess angewendet. Dazu ein Beispiel aus Österreich. Da gibt es eine KI, also eine ganz, ganz, ganz primitive, eigentlich eine logistische Regression. Das ist eine ziemlich gut verstandenes statistische Methode, mit der man sich Daten ansehen kann. Und mit diesem System soll vorhergesagt werden, ob eine Person sehr schnell wieder einen Arbeitsplatz findet oder fast gar keine Chance hat, einen Arbeitsplatz zu finden, damit man auf die Personen, die so in der Mitte sind, die Wiedereingliederungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen konzentrieren kann. Da sieht man sehr schnell, dass das entstandene System diskriminierend ist und da wären wir uns wahrscheinlich alle einig, weil Frauen und Menschen über 50 und Personen, die pflegen, einen Malus bekommen. Die Behörde, die das einsetzt, das ist so eine halbstaatliche Geschichte, die sagt, das macht nichts, weil wir damit die Diskriminierung, die durch den Arbeitsmarkt hineinkommt, versuchen auszugleichen. Wir glauben, dass diese mittlere Gruppe, dass wir denen besonders viel helfen, die vom Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Und darin sieht man schon, dass wenn man das System jetzt zertifiziert hätte, dann hätte man das vielleicht nicht zugelassen, sondern sagt, das ist ja diskriminierend. Wenn man aber den gesamten sozialen Prozess zertifizieren würde oder mit einer DIN-Norm begleitet oder Ähnlichem, dann könnte man sehen, dass der insgesamt versucht, eine Ausgleichsbewegung zu machen. Und dazu ist es notwendig, dass das KI-System die Diskriminierung aufdeckt oder widerspiegelt, die eben im Arbeitsmarkt vorhanden ist. Also das heißt, wenn der Staat KI-Systeme einsetzt, glauben wir auch, dass sowohl klar sein muss, wonach eigentlich zertifiziert wird, was sind die gesellschaftlichen Werte, nach denen optimiert werden soll. Und man muss sich darüber einigen, auf welcher Ebene man jetzt den Effekt misst. Danke, Herr Adler. Ja, dazu noch, also ich gebe auf jeden Fall recht, dass das schon was Unterschiedliches ist, die Arten von Systemen. Aber nochmal zu dem Ansatz, dass so eine Maschine ein System ist und dass man auf der Ebene versucht, Sicherheit zu erreichen. Da geht es gerade bei KI, gibt es schon Diskussionen, auch bei der neuen Anwendungsregel, die geschrieben wurde, die deutsche, dass man eine Ebene höher gehen muss. Ja, und zwar das System, also wie es in Militärstandards ist, die Organisation von Software, Hardware, Menschen, also eine komplette Organisation. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich jetzt Autos rumfahren, wenn Autos rumfahren und sagen, okay, sie versuchen jetzt mit KI eine Ampel zu erkennen, ja,
das ist eine inhärent unsicherere Lösung, als wenn die Ampel jetzt aktiv Bescheid sagen würde oder auch die Interaktion mit Menschen. Ja, wenn jetzt man versucht, den Reifwert von der Straße zu erkennen, ja, und versucht, das irgendwie über Cloud-Lösungen zu machen, dann ist das was ganz anderes, als wenn man das über Prozesse macht und den Menschen vielleicht in der Verantwortung hat. Und wenn man einen systemischen Gedanken hat und sagt, das ist die Aufgabe, die zu erledigen ist, die müsste möglichst sicher erledigen, dann kommt man potenziell auch in die Fragestellung, ab wann sollte das vielleicht eher ein technisches System übernehmen und ab wann ein Mensch oder wie sollten die zusammen interagieren, um eine möglichst sichere Lösung zu haben. Und da gibt es in Sicherheitsstandards sozusagen eine Reihenfolge, die einzuhalten ist, um eine möglichst sichere Lösung zu haben, ein inhärent sicheres Design. Und gerade in der Welt der Maschinen hat man diese Reihenfolge auch, aber eben nur auf dieser einzelnen Ebene der Maschine und nicht auf diesem kompletten Scope. Also da gibt es schon, sagen wir mal, verwandte Themenfelder, obwohl es auf jeden Fall auch Unterschiede gibt, ne? Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne Herrn Borges das Wort geben, weil der gleich los muss schon. Deswegen möchten Sie ein Schlusswort sprechen. Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal zu zwei Aspekten vielleicht etwas sagen. Frau Beining hat das Thema Ersatz des Schulabschlusses durch eine KI-Prognose. Intuitiv kann man das nur als skandalös empfinden. Man muss sicherlich zugestehen, dass das eine Notlösung war, denn die Frage ist, was dann? Aber abstrahieren die Frage mal und sagen, dass wir heute oder eben belohnt oder bestraft werden, abbrechen von der Einschätzung, was wir morgen tun. Das würden die meisten von uns als einen zutiefsten Eingriff in ihre Persönlichkeit, gerade Würde relevant finden. Und trotzdem steht man in der Situation, wo man Bewertungen treffen muss. Und Frau Beining hat es eben gesagt, und ich finde es auch sehr bestätigt durch die gesamte Überzeugung in unserem Konsortium, dass die Testverfahren, Zertifizierungsverfahren, an die wir konkret denken, nur ein Baustein sind, die eben von einem starken im rechtlichen Rahmen flankiert werden müssen, der die Verantwortung der Akteure auch noch beschreibt. Also ergänzend zu den Themen wie Zertifizierung gibt es eben auch Haftungsregeln, damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist, das spielt zusammen. Und es gibt eine Verantwortung, gerade bei staatlichen Akteuren natürlich bestimmte Systeme einzusetzen oder nicht einzusetzen. Also den Hochschulzugang zu verweigern, weil ein englisches System ausgerechnet hat, dass dieser oder jener Schüler in seinem Abitur eben keine 1,0, sondern nur 1,5 errechnet hat, das kann ja wohl nicht die Antwort eines Rechtsstaats sein. Das heißt, das von Herrn Adler schon angesprochene Zusammenspiel von Revisionsverantwortung, menschlicher Verantwortung und dem Einsatz von Systemen, die immer nur in ihrer Begrenztheit getestet und zertifiziert werden können, das ist etwas, was wir definitiv im Blick haben. In unserem Rechtsstaat sind alle diese Fragen rechtlich sehr stark determiniert. Ich habe in meinem Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass wir Bereiche haben, wo der rechtliche Rahmen noch nicht so weit ist, nämlich dieses komplexe Spiel, der eine gibt eine Bewertung, der andere verlässt sich darauf, der dritte wird getroffen. Diese Dreiecksbeziehungen, die rechtlich immer besonders schwierig sind, da wird was zu tun sein. Ich habe mit sehr großer Freude gehört von Herrn Böning, dass sein Haus bereit ist, da auch sozusagen aktiv zu werden. Wir werden ganz bestimmt da auch Bedarf identifizieren. Danke. Ich möchte noch mal einmal kurz darauf hinweisen, dass auch die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Die werden wir am Ende in einem Blog beantworten, aber die können Sie auf jeden Fall jetzt schon im dafür vorgesehenen Chat stellen. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Ich möchte noch auf eine andere Komponente des Projekts kommen. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben sich auch vorgenommen, zu überlegen, wenn wir solche Tests und Audits einführen, wer soll die dann eigentlich durchführen? Also sich auch zu überlegen, wie das institutionell ausgestaltet werden kann. Da würde ich gerne einmal von den Teilnehmern des Projekts hören, wie weit da die Überlegungen sind und natürlich auch gerne von Herrn Böning, wie weit da die Überlegungen in der Bundesregierung sind, so eine Stelle zu schaffen. Und ja, wer möchte zuerst? Herr Böning?
Berufen im Munde, ja, ich kann gerne anfangen, vielleicht auf zwei Ebenen zu verweisen. Erstmal auf das eben Gesagte nochmal rekurrierend. Natürlich muss man immer auch den Einsatzort von KI auch betrachten bei all diesen Fragen. Denn der Kontext ist schon entscheidend. Also wenn wir eine KI einsetzen im Bereich von Produkten, dann kann sie ja sehr hilfreich sein, wenn wir zum Beispiel jetzt die Frage von Masken untersuchen, die nach Deutschland eingeführt werden, können wir relativ schnell über eine KI und gute Daten herausfinden, wo ist eine höhere Gefahr, dass diese Masken nicht dicht sind und wo ist eine geringere Gefahr. Da würde jetzt gesellschaftlich wahrscheinlich nichts dagegen sprechen, entsprechende Zollsysteme oder so auch darauf zu basieren. Umgekehrt ist es natürlich beim Einsatz in der Arbeitswelt, da muss es natürlich schon am Ende auch eine Verantwortung für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit geben, weil irgendwann aufgrund von Verknüpfung von welchen Daten auch immer Arbeitsunfälle passieren können und dann muss die entsprechende Arbeitgeberverantwortung im Sinne des Arbeitsrechts auch gewährleistet sein. Aber wo sehen wir Handlungsfelder? Wir als Bundesarbeitsministerium glauben, dass wir einen einheitlichen EU-Rechtsakt brauchen. Das heißt, wir stellen uns vor, einen horizontalen Rechtsakt, der nicht nur die Fragen, die wir jetzt hier alle diskutiert haben, thematisiert, sondern eben am Ende auch eine industriepolitische Weichenstellung vornimmt, weil sie den Einsatz von künstlichen Intelligenzen auch in der Europäischen Union ein Stück weit vorherbestimmt, in Anführungszeichen, aber eben auch, und das ist auch nicht wichtig, wir reden ja oft über Binnenmarkt. Binnenmarkt inhärent bedeutet, es gibt einen Binnenmarkt und es gibt irgendeinen Außenmarkt. Das heißt, Unternehmen, die hier sich engagieren und in der Europäischen Union auch wirtschaften wollen, müssten sich dann eben auch an diesen einheitlichen Rechtsakt halten. Und wir kommen ein bisschen raus aus diesem Wettlauf der geringsten Regulierung, die wir weltweit haben, die ja auch immer nur sozusagen politisch gering gesehen wird. Sie ist aber entweder marktlich ganz stark getrieben oder sie ist staatlich, Stichwort China, ganz stark getrieben, aus jeweiligen Interessensgründen heraus. Also wir glauben, ein einheitlicher Rahmen im Rahmen einer EU-Verordnung für den Binnenmarkt ist notwendig, um auch die Innovations- und Investitionssicherheit für Unternehmen zu realisieren. Und das Zweite, wir sind ja diesbezüglich zuständig für das Produktsicherheitsgesetz in Deutschland. Das wissen ganz wenige, dass das Arbeitsministerium die Produktsicherheit in Deutschland vorherbestimmt. Also das, was wir zum Beispiel über die CE-Kennzeichnung bei Spielzeug oder eben auch bei Masken kennen. Dafür ist das Bundesarbeitsministerium zuständig, weil das alles das Inverkehrbringen von Produkten betrifft. Und auch da gibt es ja differenzierte Regulierungen. Es gibt eine Regulierung, dass man Dinge auf den Markt bringen darf, wie bei der CE-Kennzeichnung, wenn man sich an bestimmte Auditierungs- oder bestimmte Zertifizierungsverfahren hält, dann gibt es da keinen Test vorher. Kann aber natürlich passieren, wenn nachher dann Risiken entstehen oder auch Unfälle oder Ähnliches entstehen und die Kennzeichnung oder Auditierungsverfahren nicht eingehalten worden sind, dass dann eine Haftung entsteht. Umgekehrt gibt es natürlich Dinge, wenn Produkte in den Verkehr gebracht werden, ich nehme mal Druckkessel, ja, in der Industrie, dann wissen wir vorher, das sollte man vielleicht lieber vom TÜV oder Ähnliches testen lassen, bevor wir vielleicht ein ganzes Viertel in die Luft jagen, weil der Gaskessel nicht ordentlich getestet war. Insofern gibt es dann eben eine striktere Regulierung. Es muss ein Test erfolgen, es muss eine Abnahme erfolgen, meist sogar eine laufende Beobachtung dieser Kessel. Und das regelt das Produktsicherheitsgesetz. Insofern stellen wir uns vor, nach den Logiken, alten Anführungszeichen Logiken dieses Produktsicherheitsgesetzes, dann eben auch für die neuen Technologien das vorzuschreiben und zum Beispiel die Maschinenrichtlinien, die es auf europäischer Ebene gibt, nach den Vorzeichen auch zu gestalten. Und institutionell, was stellen Sie sich da vor? Sie haben eben den TÜV angesprochen. Denken Sie eher an solche Einrichtungen oder würden Sie auch eine eigene Behörde schaffen, die dann dafür oder zumindest für die Aufsicht darüber zuständig ist? Also ganz im Grunde nach, das haben wir ja auch mit der Gründung des KI-Observatoriums gesagt, glauben wir, dass wir eine Art TÜV brauchen. Dieser TÜV wird aber wahrscheinlich anders aussehen, als das wir vom Auto her kennen. Deswegen ist der Begriff immer so gut offen, öffentlich gesagt. Er betrifft aber nicht ganz das, was wir am Ende meinen oder was wir am Ende erreichen wollen. Aber insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir für bestimmte Bereiche in der Tat nur Auditierungsverfahren brauchen. Die können dann solche Organisationen wie der TÜV auch übernehmen. Müssen keine öffentlichen Entitäten sein, aber sicherlich mit hoheitlichen Aufgaben versehene Institutionen.
Ich glaube, für die kritischen Bereiche, auch kritische Infrastruktur, die wir hier genannt haben, glaube ich, kommen wir nicht ganz an einer europäischen Behörde vorbei, weil wir ja eben auch einen einheitlichen Rechtsrahmen in der Europäischen Union wollen. Und wenn wir allein beispielsweise so etwas wie eine Informationspflicht beim Einsatz von KI-Systemen in der betrieblichen Arbeit oder im betrieblichen Alltag, wenn wir darüber sprechen, dann wäre es gut, eine solche Hinterlegungspflicht dann bei einer entsprechenden Behörde auch zu machen. Danke. Frau Zweig. Ja, auch in der Enquete-Kommission haben wir natürlich viel darüber geredet, ob man etwas Horizontales braucht, dem sich erstmal alle unterwerfen müssen oder was Sektorales. Also ganz, ganz wichtig ist, wir haben die Sektoren, die besonders gefährdet sind, die sind schon hochreguliert. Wir haben uns mal auf der Plattform Lernende Systeme, KI-Systeme und Projekte angeguckt, die dort in der Datenbank eingepflegt wurden. Und von denen waren ungefähr, wir haben uns nur ein repräsentatives Sample daraus genommen und die haben wir uns durchgeguckt, ob wir da besonderen Regulierungsbedarf sehen oder nicht. Und bei 60% ging es im Wesentlichen um Produktionsüberwachung. Und damit wenig Regulierungsbedarf jetzt auf dieser technischen Ebene. Das kann sein, dass dadurch zum Beispiel Arbeitsplätze verloren gehen, weil das dann eben nicht mehr Menschen machen, die regelmäßig ihre Tour machen, um zu gucken, ob eine Maschine bald ihren Geist aufgibt. Predictive Maintenance heißt das. Aber auf der technischen Ebene braucht es da vielleicht jetzt keine Extra-Regulierung. Und bei den anderen 40%, das war dann zum Beispiel medizinischer Sektor oder es waren so Cobots, wie wir sie schon angesprochen hatten, die sind auch heute schon hochreguliert. Das muss man dann natürlich weitertragen. Also ich persönlich fände eine horizontale Regulierung ganz gut, die aber unterscheidet zwischen staatlich eingesetzter KI und privatwirtschaftlich eingesetzter KI. Und ich würde mir wünschen, dass der Staat aufgrund der hohen Asymmetrie zwischen Bürger und Staat sehr viel mehr öffentlich und von vornherein öffentlich machen muss, als jetzt die Privatwirtschaft. Und ich denke, Herr Böning hat es schon angesprochen, im Endeffekt wollen wir in der Privatwirtschaft herausfinden, ob es Schäden gegeben hat für rechtliche Personen. Und dass dann, wenn diese Schäden mutwillig oder nicht nach dem Stand der Wissenschaft herbeigeführt wurden, dass dann natürlich auch Schadensersatzzahlungen, Haftungsansprüche und Ähnliches möglich sind. Aber wie man das möglichst leichtgewichtig macht, denn natürlich wollen wir keine weiteren Innovationshemmnisse haben. Ich denke, das ist die große Frage, wie wir das in den nächsten 5, 6 Jahren machen können. Aber ich finde, wir unterschätzen unsere Marktmacht als Europa. Herr Borges hatte vorhin gesagt, dass oftmals fertig trainierte KI-Systeme gekauft werden. Ja, das hat sich herausgestellt, ist keine gute Idee. Denn wenn man wirklich europäischen Bürgern etwas verkaufen möchte oder sie beurteilen möchte, dann braucht man auch europäische Daten. Und dann könnte man sehr wohl erzwingen, dass dann auch die KI auf europäischem Grund läuft, sodass man ihrer habhaft werden kann. Und ich finde, man könnte erzwingen, dass auf diesen Daten nur noch dezentral gelernt werden kann, dass also nicht die Daten verschifft werden, woanders hin, dort wird trainiert und dann wird die KI bei uns eingesetzt, sondern es gibt dezentrale Lerntechniken, mit denen man vor Ort lernt. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn man früher als Handwerksgeselle, da hat man ja auch nicht die Meister zu sich kommen lassen, hat gesagt, so jetzt bring mal alles bei, was du weißt, sondern der Handwerksgeselle ist von Meister zu Meister gegangen und die Meister und Meisterinnen haben entschieden, was sie zum Lernen freigeben und was nicht. Und ich denke, dass wir als Deutschland und Europa erzwingen könnten, dass auf europäischen Daten nur noch so gelernt wird und dann könnten wir Steuern erheben auf den Gewinnen, die beim Lernen erzielt wurden, dann könnten wir dieser KI-Systeme habhaft werden, wenn es Schaden gibt. Und ich glaube, da wünsche ich mir mehr technologischen Mut und auch ein bisschen mehr Verständnis dazu, dass wir mit 500 Millionen Einwohnern tatsächlich auch einen Pfund haben und dass diese vortrainierten Systeme nicht beliebig eingesetzt werden können. Frau Beining, genau. Wir haben jetzt gehört, am liebsten horizontal regulieren, auf europäischer Ebene und mutig sein dabei, wie Frau Zweig appelliert hat. Das klingt ja erstmal nach einer sehr großen Aufgabe. Und
Dabei sind wir ja technisch eigentlich auch schon so weit, dass diese Systeme eingesetzt werden. Was muss da jetzt passieren und vor allem wie schnell? Ja, ich wollte eigentlich noch eine Sache zu dem TÜV versus Nicht-TÜV sagen. Ja. Ein Aspekt, der mir da noch wichtig ist, ist, was jetzt auch schon angeklungen ist, dass es eben auch auf den Anwendungskontext angeht und deswegen es auch viel Domänenwissen braucht und allein das ja schon auch dagegen spricht, eine super Kontrollbehörde zu schaffen, sondern dass eher dann sektoral verankert wird und dann eher so eine Kompetenzstruktur dahinter liegen muss, die das Ganze dann noch technisch, rechtlich, wie auch immer unterstützt. Also ich glaube, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Jetzt zu der Mammutaufgabe der horizontalen Regulierung. Ja, also natürlich wäre es toll, wenn wir schon gestern den angemessenen Regulierungsrahmen vorgelegt hätten oder die Bundesregierung oder die EU-Kommission. Aber also ich glaube, wir müssen da ganz einfach realistisch sein. Das ist ein neues, also zumindest für politische Entscheidungsträgerinnen und auch für die Gesellschaft ein neues Technologiefeld. Und ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wenn wir eine neue Technologie einführen, dass es dann eben auch Zeit braucht, die zu regulieren. Zumal es ja auch so ist, wenn jetzt nächstes Jahr der Regulierungsvorschlag vorgelegt wird, auch dann sind ja noch nicht alle Fragen gelöst. Die Kommission wird dann vielleicht ein abgestufteres Risikomodell vorlegen, aber auch dann stellen sich ja noch viele weitere Fragen. Was heißt das konkret? Wer nimmt die Ausarbeitung vor? Wer legt die Einzelheiten fest? Deswegen ja, wird es einfach noch dauern. Und ich glaube, wie gesagt, da müssen wir realistisch sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass wir uns im luftleeren Raum bewegen. Also wir haben ja auch Gesetze, die durchaus greifen und die auch Risiken abfedern. Und darauf wollte ich auch nochmal zurück, das hat Frau Zweig gerade auch schon angesprochen. Wir müssen ja nicht warten. Also wir können ja auch von selber weiterhin tätig werden und selber aktive Schritte vornehmen. Jetzt gerade diese Woche ist bekannt geworden, dass die Städte Amsterdam und Helsinki ein Register einführen, wo sie alle algorithmischen Systeme, die sie nutzen, drin aufführen, auf welcher Datengrundlage sie trainiert werden, wie der Algorithmus funktioniert, wie die Leute mit den Ergebnissen umgehen sollen und wie die geprüft werden. Und das ist alles öffentlich zugänglich und das ist ja schon eine Art der Kontrolle, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und um sowas zu schaffen, müssen wir nicht auf eine horizontale Regulierung auf Brüssel warten. Aber um sowas hinzukriegen, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass ja von Seiten der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft immer wieder auch auf Regulierungsbedarf und auf Regulierungsmöglichkeiten aktiv hingewiesen wird. Und da hoffe ich, dass wir in dem Projekt auch einen Beitrag leisten. Ganz kurz, Herr Böning, was wird zuerst fertig? Die Fortschreibung der KI-Strategie der Deutschen oder der Regulierungsvorschlag der EU-Kommission? Die Fortschreibung der KI-Strategie. Okay. Nächste Woche, übernächste? Zeitnah. Okay. Herr Adler, möchten Sie noch abschließend was sagen? Sonst würde ich an Nicolas Becker geben. Der hat Fragen gesammelt aus dem Publikum. Ja, ich könnte höchstens noch abschließend sagen, dass ich das auch so sehe mit den Produkten, dass die stark sehr reguliert sind. Ja, also im Hinblick Safety haben wir sehr viel Regulierung und wir sollten halt darauf achten, dass wir da nicht in eine Überregulierung kommen, weil die aus Rufschädigung ist die Eigenmotivation sowieso schon sehr, sehr hoch und sind es nicht die Sicherheitsnormen, sondern auch die Kompetenz der Safety-Ingenieure von den Firmen, die Unfälle verhindern. Ja. Und da sehe ich halt schon auch, dass man im Hinterkopf haben soll, dass man mit zu starken Regulierungen und auch mit der Normung eben keine Innovation verhindert. Nicolas, was hast du für Fragen für uns? Ja, hallo auch nochmal von mir in die Runde. Wir haben tatsächlich einige sehr interessante Fragen bekommen. Also einmal mehrere Fragen zum Thema, wie eine Frage, die wir vielleicht so ein bisschen umkreist haben, wie funktionieren denn KI-Tests eigentlich? Da zum Beispiel Herr Ranke bittet darum, ob wir vielleicht nochmal kurz
skizzieren können, wie ein KI-Test konkret durchgeführt werden kann oder welche Spielarten es auch gibt. Und Frau Adler fragt, sehen wir die Gefahr, dass es aus einem trainierten Modell Rückschlüsse auf einzelne Trainingsdaten gezogen werden können? Stichwort Model Inversion. Vielleicht fangen wir so erstmal an und dann gibt es sozusagen noch ein paar Fragen, die in die Details gehen. Gerne. Frau Zweig, Sie wollten? Ja, also grundsätzlich haben wir verschiedene Phasen in einem solchen, in einer solchen KI-Entwicklung. Wir beschäftigen uns besonders mit solchen, wo es Entscheidungen zu treffen gilt. Und da ist der allererste Punkt die Datensammlung. Da geschehen zum Beispiel auch Operationalisierungen. Eine Operationalisierung versucht, ein soziales Konzept quantifizierbar zu machen. Das ist ja eine notwendige Grundvoraussetzung, damit KI damit überhaupt umgehen kann. Und wir haben ein System untersucht, das versucht, die Rückfälligkeit von Kriminellen vorherzusagen. Und dazu wird ein soziales Konzept wie die soziale Umgebung einer Person versucht quantifizierbar zu machen über 6 Fragen in einem Fragebogen von 137 Fragen. Dann kommt das Zusammenbringen von statistischer Methode und Daten. Dazu gibt es Qualitäts- und Fairnessmaße, die entschieden werden müssen, um zu gucken, wie gut das System schon ist. Und dann kommt das System in den Einsatz. Und da haben wir auch schon erwähnt, dass es da auch noch Fragen gibt, wie man genau dieses System einsetzt. An all diesen Phasen kann man Testen und Auditings machen. Wie gut war die Datenbasis? War die vollständig genug? War die fehlerfrei genug? Enthielt die schon Diskriminierung? Und wenn ja, wollen wir diese Diskriminierung mitnehmen in das System, um sie dann später im sozialen Prozess auszugleichen oder nicht? Waren die Operationalisierungen geeignet? War die mathematische Methode geeignet, um aus den Daten Strukturen und Muster abzuleiten? Sind die richtigen Qualitäts- und Fairnessmaße beachtet worden? Gab es genügend Schulungen von den Personen, die das System nachher eingesetzt haben? Also Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Prozessschritten, die jeweils einzeln getestet und auditiert werden können. Und viele davon sind automatisierbar, sodass wir das in unsere Softwareentwicklungsprozesse mit einbringen können. Manche davon sind eher qualitativer Natur und die müssen dann natürlich anders getestet und audited werden. Herr Adler, wollten Sie was hinzufügen? Ja, also das deckt sich auch mit dem, aus dem, wie die Safety Community damit umgeht, also auch grundsätzlich damit umgeht. In vielen Sicherheitsnormen gibt es Entwicklungsprozesse für Software. Also Anforderungen, Architektur, Design und dann für jeden Schritt, was dabei zu beachten ist. Ja, und jetzt ist nun mal der Entwicklungsprozess ein anderer und entsprechend muss man dann für die neuen Schritte, kann man sich überlegen, was man da fordert. Ein grundsätzlicher Unterschied ist, dass man im safety-kritischen Bereich nicht von zufälligen Fehlern redet, wenn es um Software geht. Also man sagt, das sind systematische Fehler, da gibt es keine Fehlerwahrscheinlichkeit, sondern der Fehler ist in der Software oder ist nicht drinne. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er da ist und entsprechend sind auch die Methoden andere. Und das wird aktuell viel diskutiert, ob man die Zufälligkeit, wie man sie bei Hardwarefehlern hat aufgrund von Alterung, ja, ob man ein Pendant versucht, da zu finden, auch für diese neue Art von Software. Nikolas? Ja, glaubst du, die Fragen sind beantwortet so? Ja. Ja, also vielleicht sonst, wenn noch jemand was dazu einfällt, nochmal was zu dem Rückschluss auf die Trainingsdaten. Ansonsten gibt es. Kann ich ganz kurz? Ja. Kann kurz was sagen. Also es gibt Methoden aus dem Bereich der sogenannten Differential Privacy. Und die können garantieren, dass man, wenn genügend viele Datensätze vorhanden sind, dass man dann keine solche Rückschlüsse ziehen kann, allein aus dem Gelernten. Also wie gesagt, das Stichwort ist Differential Privacy. Und da gibt es Methoden. Aber ich muss auch sagen, dass ich mir wünschen würde, wenn die Bundesregierung da mehr Forschungsgelder hineinschickt. Das wäre nämlich genau der technologische Teil, den wir bräuchten, um dezentral lernen zu lassen, dass also der Handwerksgeselle zu uns kommt, um zu lernen und nicht unsere Daten sonst wohin verschickt werden und dort verarbeitet zu werden. Haben wir noch Zeit für eine weitere Frage, Nikolas? Ich glaube, ja. Vielleicht eine können wir auf jeden Fall versuchen. Und zwar schreibt Herr Lücking, es gibt ja auch positive Diskriminierung, also auch Affirmative Action genannt,
Frauenquote ist ein Beispiel. Wie gehen wir als Projekt mit dieser Art von positiver Diskriminierung um? Ja, Frau Zweig und dann Herr Böning. Ja, ich glaube, auch dazu hatte Herr Borges vorhin etwas gesagt. Es ist halt die Frage, welche gesellschaftlichen Werte wir durch ein solches ADM-System und durch seine Verwendung setzen wollen. Wir können das dann als Technikerinnen und Techniker umsetzen, aber die eigentliche Entscheidung sollte gesellschaftlich erfolgen. Herr Böning? Das sehe ich ganz genauso. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Ziel des KI-Observatoriums, ein Stück weit normative Setzungen auch vorzunehmen, im Rahmen natürlich eines zivilgesellschaftlichen Diskurses darüber. Also ich sage mal, das ganze Arbeitsrecht besteht ja aus normativen Setzungen, die gesellschaftlich irgendwann mal erstritten worden sind oder auch jeden Tag neu erstritten werden. Also wenn wir beispielsweise sagen, dass KI oder wissen, dass künstliche Intelligenz gut eingesetzt im betrieblichen Alltag einiges dazu beitragen kann, den Arbeitsschutz zu erhöhen. Dann ist das eine normative Setzung, dass wir diese Systeme auch fördern wollen, vielleicht sogar deren Einsatz irgendwann obligatorisch machen wollen, weil sie schlimmste Arbeitsunfälle verhindern können, weil sozusagen plötzlich Muster an einer Werkbank erkennbar wären, die wir vorher nie erkannt wurden oder nur so informell erkannt wurden, ja, aber die man sozusagen an Daten festmachen kann. Dann ist das eine normative Setzung, eine positive Diskriminierung im weiteren Sinne und aber absolut gesellschaftlich erwünscht. Frau Beining? Ja, ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube, ja, gerade das Beispiel vom AMS-Algorithmus zeigt eben, dass wir da eine differenzierte Vorgehensweise brauchen und man immer einen Schritt zurückgehen muss, um zu hinterfragen, okay, was ist eigentlich das Ziel, das wir mit dem Einsatz des algorithmischen Systems verfolgen und dass das eigentlich ganz am Anfang auch von so einem Testing- und Auditing-Verfahren stehen muss. Wir haben noch 4 Minuten, Nikolas. Meinst du eine Frage? Gibt es eine, die so kompakt nicht, aber vielleicht trotzdem noch ein ganz interessanter Aspekt. Und zwar gibt es 2 Fragen, die Bezug nehmen auf die Maschinenrichtlinie, europäische Richtlinie. Und zwar ist die Frage einmal, inwiefern spielt die hier eine Rolle? Was muss ich an den Normen tun, die da in dem Bereich eine Rolle spielen? Und genau, also die Frage richtet sich einmal an dich, Rasmus, ob du vielleicht dann nochmal den technischen Zusammenhang skizzieren könntest und an Herrn Böning die Frage sozusagen, soll die Maschinenrichtlinie angefasst werden, was dieses Thema angeht? Genau in der Reihenfolge, würde ich sagen. Okay. Also ich sehe da 2 Aspekte bei der Maschinenrichtlinie. Der eine Aspekt ist erstmal die Definition der Maschine, also dass man eben nicht dieses Systemische hat, sondern nur über das zusammenhängende, bewegliche Teile. Wenn man jetzt hingeht und sagt, hat vernetzte Systeme, wo sind dann noch die Grenzen der Maschinen oder es kommen sogar welche hinzu oder weg? Ja, das ist je nach Definition von KI, kann das dazu beitragen, dass man einem System diese Eigenschaft zuschreibt. Ja, das ist dann so der eine Aspekt, wo man vielleicht dran arbeiten müsste. Die andere Sache ist bezüglich Software konkret, macht sie recht wenig Aussagen. Und oft wird dann, dass man die Maschinenrichtlinie eingehalten hat, wird über harmonisierte Normen gezeigt. Und das sind auch oft Typ-C-Normen, die dann wie bei diesen Cobots ganz speziell mit der Maschinenrichtlinie definiert sind und zum Beispiel genaue Grenzwerte und andere Dinge vorgeben für Kollisionen. Und die Frage ist dann, wie man in dieser normativen Welt eben diese Sachen, die ich vorhin erwähnt hatte, bezüglich der Softwareentwicklung dort verankert. Also bei klassischem Testing und Auditing gibt es nach bestimmten Sicherheitsnormen eine Metrik für Testabdeckung. Ja? Und die Frage ist, was wäre das Pendant dazu für diese Testabdeckung im Hinblick auf KI? Und das ist letztendlich auch eine Frage, ist es einerseits eine technische Frage, andererseits eben aber auch eine Frage der Risikoakzeptanz, die von daher aus rein informatischer Sicht nicht letztendlich beantwortet werden kann. Und da steckt auf jeden Fall noch das Problem. Und letztendlich sind vielen Sachen so, wenn wirklich direkt ein Menschenleben von abhängt, und ich nehme jetzt die neuronalen Netze und Supervised Learning, Bilderkennung,
ist es auch einfach so, dass man jetzt nicht wüsste, was man in so eine Norm schreiben soll, weil die Lösung einfach noch nicht da ist. Die Systeme funktionieren nicht gut genug, als dass man ein Menschenleben davon abhängig machen will, wenn es direkt in der sicherheitskritischen Schleife ist. Herr Böning, Sie haben eine Minute. Ja, viel besser hätte ich das gar nicht beantworten können, ehrlich gesagt. Nur zwei kurze Aspekte. Ich glaube, dass wir sind aktuell in der Revision der Maschinenrichtlinie. Das heißt, ja, wir werden unsere Beiträge auf europäischer Ebene dafür einbringen sollen. Wir sind schon ganz intensiv im Dialog mit der Kommission darüber. Die Maschinenrichtlinie ist ja jetzt schon technologieoffen. Das heißt, wir müssen sie ein Stück weit nur fokussieren auf die Themen, die wir haben und werden entsprechend auch Voraussetzungen dafür schaffen. Und der letzte genannte Punkt von Herrn Adler ist absolut richtig. Die Frage der Risikoakzeptanz ist eine, die man sozusagen vom Grundsatz her oder von den Grundlagen her auch in der Maschinenrichtlinie neu zuschneiden muss. Auf der anderen Seite wird man ein Stück weit ein dynamisches Regulationssystem bauen müssen, was es schafft, dann die sicherlich auch gesellschaftlich veränderte Risikoakzeptanz immer wieder neu auch beurteilen und bewerten zu können. Aber wir müssen es tun. Wir dürfen es nicht nur allgemeinen politischen Debatten überlassen. Ganz kurz nur eine Nachfrage. Das wird Teil dieses KI-Pakets sein, was da Anfang des Jahres vorgestellt wird, oder ist das separat? Der Prozess läuft jetzt schon. Das heißt, es wird Teil dessen sein, aber wir werden sicherlich, also wir sind jetzt schon in der Diskussion darüber und insofern sind die Prozesse überlappend. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Herzlichen Dank an Sie alle für die spannende Diskussion. Vielen Dank auch an alle, die uns dabei zugehört haben. Ich wollte noch am Ende verweisen auf die Website des Projekts, die lautet testing-ai.gi.de. Da werden Sie dann, glaube ich, spätestens im November nächsten Jahres, ist, glaube ich, der Plan, dass das Projekt abschließen wird und die Ergebnisse vorgestellt werden. Genau, gerne verfolgen wir das auch weiter beim Background. Ich darf Sie auch nochmal auf den Background hinweisen, background.tagesspiegel.de. Und ja, ich wünsche Ihnen einen produktiven, interessanten Nachmittag, vielleicht im weiteren Programm der Jahrestagung. Ansonsten, ja, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Sind wir noch drauf oder schon?